Laser ist eine Infektionskrankheit, die durch ein Viren ausgelöst wird. Die werden übertragen über Tröpfchen, also Husten, Schnupfen. Und es hat so ein bisschen grippeähnliche Aspekte, also Halsweh, Bindehautentzündung und vor allem Fieber und natürlich eben der typische Ausschlag, die grossen roten Flecken. Es macht meistens recht hoch Fieber und relativ lang. Also es ist ziemlich eine unangenehme Krankheit, so vergleichbar mit einer richtigen Grippe. Normalerweise nicht. Also normalerweise ist es eben eine Infektionskrankheit, wo man halt eine Woche bis zwei Wochen unter Umständen nicht kann in die Schule oder arbeiten, weil man krank ist und Fieber hat. Es gibt aber nicht so selten eben Komplikationen, also Lungenentzündungen kommen vor, auch Hirnentzündungen und verschiedene andere Komplikationen. Und das führt doch dazu, dass etwa 25% der Personen mit Masern müssen im Spital behandelt werden, mindestens eine Zeit lang. Und selten kommt es vor, dass es eben bleibende Folgen hinterlässt. Häufig sind das Hörstörungen oder andere Folgen von einer Virus-Hirnhautentzündung, die es eben geben kann. Das sind wahrscheinlich die Hauptprobleme. Und das kommt bei etwa einem von 1000 Menschen vor, die Masern haben. Und es kann auch so schwer verlaufen, dass es Todesfälle gibt. Meistens dann wegen Masern-Lungenproblem. Und das kommt etwa bei einem von 5000 Menschen vor, die Masern haben. Ich würde auf jeden Fall gegen Masern impfen. Häufiger als eine Grippe führt es eben zu diesen Komplikationen, also mit Spitalaufenthalt, was man sich auch nicht unbedingt wünscht und halt eben auch möglicherweise bleibende Folgen. Und das ist schon ein Grund. Also wenn man ausrechnet, Masern ist halt eine Krankheit, die alle überkommen, wenn man nicht geimpft ist. Außer das wären wirklich fast alle Menschen geimpft, dann würde die Übertragung unterbrochen. Aber da das im Moment noch nicht so ist in der Schweiz, muss man davon ausgehen, dass alle paar Jahre eine Masernwelle kommt und die verwünscht, die es noch nicht gehabt haben. Und wenn gar niemand geimpft wäre, wenn wir 70'000 Geburten pro Jahr in der Schweiz haben, dann könnte man davon ausgehen, dass ungefähr eine von 1000, also über 70 Kinder pro Jahr, bleibende Schäden hätten von Masern. Und ungefähr 5 bis 10 Personen würden sterben. Und das war auch so, gewesen, bevor wir die Masernimpfung eingeführt haben. Die Masernimpfung ist im Grossen und Ganzen wirklich ausgezeichnet verträgliche Impfung. Sie macht weniger Beschwerden jetzt wie Muskelschwellungen oder Fieber, wie die anderen Impfungen, Starrkrampf, Diphtherie oder Hepatitis. Sie ist auch nur unter die Haut, also meistens gibt es eben gar keine grosse Reaktion. Es ist wahrscheinlich die bestverträgliche Impfung im Impfprogramm von der Schweiz. Es gibt, weil das ist ein lebiger Impfstoff und das ist vielleicht das, was die Leute manchmal stört, das sind abgewandelte lebige Viren. Und die können mal Masern oder Röteln oder Mumps ähnliche Symptome auslösen. Das heisst, man kann, ähnlich wie wenn man Masern auflässt, etwa 10 Tage später, sogenannte Impfmasern bekommen oder Impfröteln, also einen Ausschlag und Fieber. Aber das ist immer viel weniger stark, also viel milder als die richtigen Masern. Also in der Schweiz sollten eigentlich alle Menschen nach dem Impfplan zweimal gegen Masern, Mumps und Röteln geimpft sein. Das ist in der Regel wird das im Kindesalter durchgeführt. Es hat eine Zeit gegeben, wo man es nur einmal gemacht hat, sodass es einige Leute gibt, die nur eine hatten. Und dort wäre es gescheit, wenn man ein zweites Mal machen würde, weil man weiss, dass der Impfschutz kann zurückgehen mit den Jahren. Auch bei den Röteln. Und das hat dazu geführt, dass es halt dann doch wieder Schwangerschaften gegeben hat mit Röteleninfektionen, was für so ungeborene Kinder Katastrophen ist natürlich. Man kann das nachschauen im Impfausweis, wenn man den noch hat, wie manchmal geimpft worden ist.
Wenn es unverständlich ist, es kann sein, dass man es nicht lesen kann oder dass nur ein Impfstoffname drin aufgeschrieben ist, wo man nicht genau weiss, ist jetzt das Röteln oder Masern oder beides oder Mumpf auch. Dann ist es am besten, man zeigt es am Hausarzt, irgendeinem Arzt, wo einem dann kann sagen, es ist die und die Krankheiten sind einmal oder zweimal geimpft worden. Ja, das ist sicher möglich. Also, es braucht nicht einen hundertprozentigen Impfschutz. Es reicht, wenn ungefähr 95% der Menschen geimpft sind, dass das Virus sich nicht mehr ausbreiten kann. Das haben wir gesehen in Amerika, also Nordamerika und Südamerika auch. Dort sind Masern verschwunden, komplett ausgerottet durch die Impfung.